Elfe, Stütze des Halligbombs. Und da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Elder Scrolls On. Nee, halt, warte. Ich weiß nicht, warum ich immer noch ESO drin habe. Nur weil ich so 1000 Episoden zustande gemacht habe. So, erste Mission des Tages. Wir holen unser Zeug wieder. Wie auch immer ich das machen möchte. Wahrscheinlich mit Glück. Und mir ist noch was eingefallen, was jetzt ein bisschen sehr spät kommt. Aber, und zwar habe ich doch... Ja, genau. Fickt euch. Ich dachte, dass der Name Loretta kam mir so bekannt vor. Und das tut er, weil Greyrat, oder wie hieß er denn? Auf jeden Fall der NPC in Dark Souls 3, der möchte, dass du seine Freundin rettest, die hieß Loretta. Weil es sind Lorettas Knochen, die du dann am Ende findest. Und das hatte ich komplett, also ich hatte sie im Unterbewusstsein vergessen. Ich glaube, sie wurde auch hier im Spiel schon mal erwähnt, also Loretta. Aber daher kannte man den Namen. Ja. Und das ist mir komplett entfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sag mal, ich hatte doch... Ach, scheiße. Ich weiß immer nicht, ob ich dieses Dings so gut verdient, dieses Doppelding sie. Ich meine, das sieht immer sehr, sehr... sehr effektvoll aus, ne, damit Leute zu erschlagen. Das Problem, was das Teil bloß hat, ist, dass es recht... kurze Reichweite hat. Weil ich spiele gerade immer noch im Koop One, von dem ich jetzt immer wieder auch nochmal zwischendurch erzählen werde. Und da renne ich aktuell mit den... Oh fuck, oh, ich dachte, ich stürze komplett runter. Da renne ich gerade mit dem Putter rum. Oder dem mysteriösen Putter. Deswegen ist lustiger eine Waffe, die... bei haben tue ich sie eh nicht, aber... Ich müsste hier schon wieder aufräumen, fällt mir so auf. Das ist quasi die Doppelklingen-Variante von des, von diesem Laserschwert-Ding, was... dieses Runenschwert. Und verschlüsseltes Putter heißt es, glaube ich. Das sieht damit aus wie so ein Zealot aus Starcraft, also mit so Energieklingen. Was ganz witzig ist, aber leider, Dinge haben so wenig Reichweite. Das ist so wie eine ganz coole Waffe. Also vom Prinzip her. Aber die Reichweite ist halt echt für den Fuß. Das Ironische ist, das ist bei großen Gegnern gar kein Problem. Aber kleine Gegner kriegst du damit nicht. Kriegst du damit nicht? Kriegst du denn nicht vernünftig tot? Das ist zum Kotzen. Und das nervt mich. Dass du damit kleine Gegner, das ist also gerade so Hunde oder so, alles was nicht rumspringt. Also Sachen, die zum Beispiel jetzt gerade gar nicht so relevant sind. So, wie bin ich denn dieses Vieh letztes Mal gestorben? Oh, ich hasse es, wenn das passiert, ne? Ich habe einen Baum! Haha! Ich hasse das, wie viel Damage diese Scheißviecher immer noch machen, ne? Das ist zum Kotzen. Oh, mein Mann, das ist alle. Alter, das ist einfach dumm! Dieser Gegnertyp, ne? Alter, vielleicht müssen wir noch eins davon töten, ne? Da komm, ich kann mich irgendwie vorbeischleichen. Weil das Mana von Weapon-Mart kriege ich ja auch nicht wieder durch den Spaß hier. Ich muss das eigentlich noch eins davon töten. Oh. Also die Viecher an Bäumen rumzulegen. Guck mal, du siehst sogar, wo sie erscheinen, ne? Sehe ich gerade da hinten brennt das so. Das siehst du vorher. Kann man sich an die ranschleichen? Oder triggert das so oder so? Anscheinend kann man sich an die vorbeischleichen. Das wäre witzig. Ja, jetzt rennen wir mal kurz zum nächstbesten Baum hier, der mir Sicherheit bietet. Ja, okay. Alter, es ist so... Junge. Ups, das war ein Webmal zu viel. Egal. Ich glaube, da kommt noch ein viertes. War ich hier nicht schon drin, dieser kleinen Hütte?
das ist immer noch mein Hassgegner. Also, da ich das ja jetzt so dumm rumfuchtet und den ganz schwer ausweichen kannst. Hier kann bestimmt noch einer, oder? Warte mal. Kann ich mich vielleicht irgendwie erfolgreich an dem vorbeischleichen? Und du siehst es ja vorher, wo die erscheinen. Oder auch nicht. War ich nicht irgendwo noch eins? Ich bin noch so ein Schisser. Das Vieh ist einfach schon gespawnt, oder was? Ach, das ist so lame, dieses Vieh. Also wirklich. Ich hasse die Viecher echt. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich schnell zur Leiter rennen und einfach hochkrabbeln. Das würde vielleicht auch funktionieren. Oh, du schon wieder. Alter! Ich wollte eigentlich meinen Estus trinken, habe aber die Laterne ausgemacht. Ja, da wäre jetzt, glaube ich, die schwere Waffe besser. Ob die Kristallianer nicht. Warum machen die eigentlich Scharlachrolle? Ich muss hier mal kurz ausweichen. Also, das hier unten, das ist echt die Hölle der Weg, ne? Das nervt ganz schön hier. Kann man die backstabben eigentlich? Erfolgreich. Ach man, ey, diese Gegner sind so scheiße. Können jetzt doch alle Fallervolle machen. Uff. Ja, ich glaube, da ist aber der Blutreißzahn jetzt besser gegen diesen Gegnertyp. Erstmal, weil ich denn das vom Weapon-Art her ist das die bessere Waffe einfach nur. Gegen die Kristallianer. Und es kann, glaube ich, die schneller Guard breaken. Was ja unfassbar wichtig ist für das, was ich hier tue. Schade, dass eigentlich kein Gegner diese Tröte droppt. Die hätte ich gern noch. Ich war gerade ewig lange in dieser komischen Animation drin. Ne? Das ist halt, ich wollte schon lange wegrollen, aber dieses Doppelklingen Weapon-Art, das zieht sich ewig, bis das mal vorbei ist. Was soll ich denn jetzt? Nix. Oh, wir treffen uns unten. Achso, das ist gar nicht so tief. Der hat es tatsächlich überlebt. Was sollt ihr denn? So, und jetzt hier. Ja, diesmal muss ich mich immer nicht mit den anderen fünf Viechern auseinandersetzen, sondern kann. Was ist das da hinten eigentlich noch für ein Absatz? Komme ich da nicht auch noch rein? Also so würde ich da eigentlich runterkommen, oder? Stimmt, ich hätte weiterrennen können. So, warte mal, da war ich gerade nicht. Ich will hier wieder das Dach runterspringen, ne? Und dann nach rechts laufen. So, hier ist der Kristallianer. So, ich nehme mal den Blutreißzahn mit. In der Hoffnung. So, wo ist das hier? Genau, hier wird das doch. Dann müssen wir hier runterspringen. Da drüben waren wir auch schon. Also, es geht hier echt im Minitempo. Ne? Ich habe jetzt hier über eine Stunde an diesen Dingens hier verbracht. Nur an diesen kleinen, an dieser kleinen Balustrade hier unten. Also, es zieht sich hier richtig lahm. Oh, du kannst hier sogar richtig drauf stehen. Das sind auch so Dinge, die man in Spielen. Achso, was ich vielleicht auch mal machen könnte, ich könnte einfach mal die Träne beschwören, oder? Ich meine, das Symbol heißt ja, wie ich natürlich selbstverständlich weiß, dass man Sachen beschwören kann. Meine, bevor ich mich hier noch länger abfacke, nehme ich einfach mal die Imitator-Träne. Ja, die hält ja wesentlich mehr aus als ich. Ah, so, und dann. Ja, bitte? Bitte? Warum hatten das diese vier Reichweite? So. Nachdem es jetzt Na, Scheiße, einmal wacht leider auf. Oh. Wie, hier drin ist auch nochmal so ein Vieh? Das ist ja eine absolute Frechheit. Okay, viel Spaß mit Tato-Trainer. Ist schon tot? Naja. Na gut, dass ich die Imitator-Träne gerufen habe, ne? Bitte? Vor allem, hier sind noch vier von den Viechern, ne? Oder zwei zumindest noch. Können wir eine Laterne anmachen mit der Gelegenheit. Siehst du, wenn ich jetzt einen Gegenstand mit Regeneration ausgerüstet hätte? Au, au. Wie viel Damage die auch hier alle machen, ne? Alter, natürlich erwischst du mich damit.
okay, das. Also die Mikado-Träne macht es halt nicht mehr lange. Die wird mir beim letzten nur eher nicht mehr helfen. Aber hey, die hatten wir immerhin. Eigentlich der Schildkrötenhals. Hä, hey, wie viel Schaden die ja schon machen, ist schon ziemlich brutal, ne? Ah! Zwei schwere Attacken und die sind down. Nice. Guck mal, selbst mit gebrochenen Schilden können die einfach nur aushalten. Also, du kannst die jetzt hätte todesstaggern, aber trotzdem. Das ist schon brutal. Oh, du spielst dann neu, gar nicht schlecht. So, wenn ich jetzt der Träne. Wenn ich jetzt hier so ein Regenerationsamulett anhätte, würde sich die Träne wieder komplett hochheilen? Oder würde das nicht passieren? Achso, ich wollte ja eigentlich mal. Habe ich ja nicht mal. Ne, das war das Vieh von draußen, was reingekommen ist. Okay, gut. Habe ich. Naja, fast noch cool. Habe ich eigentlich zwischendurch mein Reduvio auf 10 gebracht? Ich meine, das Ding hier ist auch eine okaye Waffe. Ich sehe da durchaus Potenzial gegen. Gerade so große Gegner. Ich meine, der Baum hat sich damit ganz gut zerstören lassen. Gerade dadurch, dass es den noch Feuerschaden macht, zusätzlich. Es ist eigentlich ein okayes Gerät, ne? Gut, ich glaube, wir sind jetzt aber ja einmal durch. Also, das ist jetzt hier quasi. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein alternativer Pfad ist. Wahrscheinlich ist hier noch so ein Vieh, oder? Ne, geht's ja auch nochmal hoch. Oder runter, je nachdem, man möchte. Hier ist ein Baum mit Zeug. Ah, oh, toll. Ich möchte übrigens fürs Protokoll feststellen, dass die Imitator-Träne immer noch lebt. Auch wenn sie manchmal irgendwie aus Prinzip. Auch wenn sie manchmal aus Prinzip Feuertöpfe wirft, würde ich sagen, aber schon gar nicht. Sie wirft die durchaus mit Grund. Ich habe 280.000 Runen bei. Das ist, glaube ich, tatsächlich sogar zwei Level-Ups. Schön. Ja, es gibt jetzt hier zwei. Warte mal. Achso, warte mal. Hier kommt man noch. Achso, hier kommt man anders. Ah, ich verstehe. I see. Dann gehen wir mal hier hoch. Und hoffen, dass wir nicht gleich unehrenhaft sterben. Weil sonst reg ich mich nur auf. Also mehr als sonst. Was finden wir denn hier? Noch mehr Kokon? Wahrscheinlich noch ein Rein. Natürlich, da ist er schon. Noch mehr Reinfäule-Ritter, würde ich sagen. Auch richtig viele Reinfäule-Ritter. Ach, scheiße, das sind zwei, ne? Ich glaube, meine Imitator-Träne liegt immer noch. Wie sie den Gegenschlag macht. Okay, jetzt ist die Imitator-Träne aber leider tot. Es gibt den Reinfall-Ritter übrigens tatsächlich auch als Boss-Mob an anderer Stelle. Also ich spamme meinen Webmart auf jeden Fall zu viel. Ich gebe es ja zu. So, einen reinvollen Ritter haben wir umgenietet. Fehlt noch einer. So, ist das ja nicht so ein Estus-Insekt? So ein Mana-Estus-Insekt könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Weil das hier die Webmart zu spammen, das geht auf Dauer auch ganz schön aufs Mana. Ich sehe dieses scheiß Insekt. Wahrscheinlich ist es hier auf dem Dach drauf oder so. Wärmender Stein, ja, Halleluja. Ah ja. Oh, gut los hier, ne? Hallo? What? Hallo? Wie das denn? Heilt das Vieh sich? Oh. Puh. Yay, Blutfeuer. Judy. Vor allen Dingen endet das, glaube ich, alles damit, dass ich ganz unehrenhaft mich einfach zurückporte, ne? Wenn ich jetzt hier fertig mit erkunden bin. Na gut, man hätte hier aber auch nicht. Ich hätte hier auch abgewiesen. Also ich wäre hier auch anders hingekommen. Also man hätte nicht da unten lang rennen müssen. Das war. Es gibt viele Wege hier lang zu kommen. Also es ist. Trotzdem, was ist denn dieses komische Vieh? Das
Das klingt ja, es klingt wie, als wäre es über mir. Aber ich muss doch mal ein bisschen eine Illuvent noch checken. Ne, hier, nö, nö. Ja gut, man könnte das also abkürzen. Wenn man denn wollte, dann wäre es durchaus möglich, das zu tun. Ach, siehst du, ich trage das Ding gar nicht beidhändig, ne? Ach so, da, ach, da ist noch so eine Mana-Pflanze. Na gut, ist mir egal. Ach so, man hätte von da oben auch runterspringen können. Aber kommt man oben auf diesen... Nee. Nee, okay, gut, das ist auch relativ egal. So, dann kommst du hier oben zu den Ballista-Dudes hin. Wir erinnern uns. Letztes Mal habe ich die angeschränkt mit Bogen geschossen. Hat er mir gerade ernsthaft noch Schaden gemacht? Schmiedestein 8. So, ist hier noch jemand Starkes? Nee. Ach guck mal, man kann da hochrennen. Das ist interessant, das machen wir dann mal. Ist das wirklich noch der Typ hier? Immer einen ganz guten Ausblick hat man hier noch. Das hätte ich einfach in Reduvia machen können. Ah, das wäre ja nicht notwendig. Asche der Soldaten des Halligbaums. Ja, okay. Da hinten ist eher Kulisse. Okay, hier noch. Ach, fuck, ey. Das fällt mir natürlich wieder schön nach 16 Minuten auf, dass ich diese dumme Kamera nicht anhabe. Weil ich nur aus den Augenwinkeln geguckt habe, beziehungsweise ich den... Ach, Mann, 16 Minuten lang das nicht gemerkt. Wieso habe ich das nicht gemerkt? Hä? Naja. Hm. Faszinierend. Aber ich habe doch eigentlich rübergeguckt. So, jetzt könnte ich hier noch rüberspringen. Ach, guck mal hier. Ich weiß nicht, was da oben noch liegt, aber da kann man auch noch hinspringen. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein alternativer Weg rein. Ja, schön. So, das sieht relativ weit aus, aber an sich müsste das machbar sein, oder? Ja. Die Geister sind auch gleich tot. Und wir finden ein Studierzimmer. Ja, okay, es ist einfach nur ein Alternativ. War hier oben nicht sogar schon? Es ist einfach nur ein alternativer Weg hier zu dem Dings. Also wenn du dich keinen Bock hast, mit diesem Baum auseinanderzusetzen, könntest du diesen Weg hier laufen. Gut, dann haben wir ja diesen Abschnitt hier erfolgreich hinter uns gebracht. Ich denke, wir haben alles gesehen. Hier, den kann ich ja leveln. So, Kraft 50. Ich könnte mehr Mana noch leveln. Aber eigentlich logisch wäre es, Arkan noch mehr zu machen, ne? Wann komme ich sogar auf genau 15? So, so Judy, muss mal kurz gucken, was habe ich denn noch so einen Schmiedestein? Habe ich noch einen großen? Nee. Oder warte mal hier. Oh, ich habe sogar noch zwei uralte Drachendunkelsteine. Ja, warte mal, denn dann level ich doch mal eben das Ding, was ich hier gerade habe. Denn dieses Leonoras Blut-Dingsklinge hier. Ich glaube, die verdient es auch auf 10 gebracht zu werden. Das, die scheint mir ja doch eine recht solide Waffe zu sein, ne? So, meine Waffe verstärken ich. Achso, nee, das Reduvia hast du gar nicht auf 10. Na gut, dann kommt erstmal Reduvia auf 10. Dann das Ding. Ja, das blutige Schlangengott Krummschwert zu leveln ist halt so ein bisschen für den Fuß, ne? Ich meine, das kann ich halt machen. Den Langbogen zu leveln bringt aber halt auch nichts. Ach, Mensch. Ja. Gibt es noch was anderes, was ich leveln möchte? Eisenball? Nö. Eigentlich nicht. Ich könnte natürlich den Bogen machen, aber was bringt's? Dann. Achso, ich könnte noch mal kurz zu Nephili Lux runtergucken, ob die mittlerweile irgendwas Neues für mich hat. Aber. Ich ahne eher das nicht, ne? Flup, 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 flup. In this ash, it reminds me of. Ja, es erinnert an den ersten Falken, aber es ist aber leider irgendwie nicht sehr vielsagend, ne? Ich kann den ersten Sturm riechen und gut ist, aber irgendwie. Naja. Gut. Dann Tafel der Gnade. Ich muss nämlich mal wieder hier ein bisschen aufräumen. Wenn ich nämlich doch ganz spontan im Kampf entscheide, dass ich andere Waffen brauche. Midos Schwert? Es hat Blutverlust, aber das skaliert halt nicht mit Dings, ne? Es ist eigentlich mit 40 Arkanen oder 41 Arkanen jetzt, ist es, glaube ich, keine gute Idee, noch mit irgendeiner Waffe rumzurennen, die nicht... Ich meine, das ist okay, so viel dazu, aber das Ding, also ist das mit eigentlich besser? Der Blutrestan ist immer noch wesentlich stärker, ne? Also wesentlich. Ich meine, das Ding hat eine wesentlich höhere Blutungswahrscheinlichkeit. Das ist ja ansonsten die gleiche Waffe, aber der Base-Schaden, das ist halt so viel mehr Damage, das ist halt lächerlich. Ja, die blutige Doppelklinge ist halt irgendwie auch so, das geht mit Arkan, ne? Die gespaltene Sichel macht auch Bluten. Das Ding hier, das solide Fleischermesser.
Habe ich das mit Heiligschaden verdingst? Warum habe ich das gemacht? Na gut. Spitzhacke, Fäulnisstab, Lorettas Kriegssichel. Ja, nee, Weisheit hat doch wieder keiner. Also habe ich ja Blitz drauf, nur Just Cause, ne? Oh, ich sollte vielleicht mal mein Übermaß an Dolchen verkaufen. Nee, habe ich hier noch irgendwie so ein Rittergroßschwert? Also das ist die Waffenauswahl ist mittlerweile echt stolz. Also ich habe echt viel mittlerweile gefunden. Ja, blutige Helix habe ich noch, ne? Das ist halt ein Stoßschwert. Das ist halt nichts, womit ich so wirklich umgehen kann. Aber da könnten wir ja zumindest... Dann könnte ich theoretisch arbeiten, aber dann müsste ich halt auch wieder Kristalle reinstecken. Aber die Malbeile sammeln sich auch. Was ist das hier noch? Magmalin vom Schuppenschwert. Das geht tatsächlich mit Glaube. Ja, nee. Habe ich irgendeinen Großschwert, der mit Arkan skaliert? Nee. Infernalischer Prälatenstab. Ja, der ist doch ein bisschen schwer. Also es ist durch die ganzen Großwaffen hier, da kann ich nichts von bewegen. Vorhin ist Stab mit Schar nach vorne. Ja, nee, das ist Partisan. Also gibt es hier noch so ein Speer mit? Nee. Arkan ist tatsächlich nicht so disattribuiert. Ich meine, Arkan ist so schon ziemlich mächtig mit den Blutungen. Aber... Sternfaust? Die habe ich irgendwie... Ach ja, da ist das verschlüsselte Putter. Genau, das ist dieses Klingen-Dingsbums. Selbst im Schrift schreibe ich, dies ist ja die Sprache des Lichts, die Sprache der zwei Finger. Ja, das ist ganz witzig, das Ding. Aber es hat halt einfach zu wenig Reichweite, ne? Das ist, ja, nicht so geil. So, Guti, dann gucke ich mal, muss ich mal kurz was abkaspern. Und zwar, es soll irgendwo in einer Kirche in dem Gebiet, wo ich gerade war, soll es noch einen Blutungskatana geben. Aber eigentlich gibt es nur diese Küche von Marika, oder? Ich gucke hier nochmal kurz vorbei, ob ich was versehen habe. Das kann natürlich erstmal passieren. Ein kleiner Szeneriewechsel. Ob hier vielleicht auch noch irgendwie so ein Summon kommt oder so. Aber... Sieht erstmal nicht so aus. Es ist halt irgendwie mal so ein leichter Szeneriewechsel, weißt du? Ach ja, da ist noch was, ne? Reiten wir mal dahin. Weil das ich hier sonst ja irgendwie. Ich meine, der Halligbaum, der hat schon ein bisschen besseres Wetter als die Berge hier. So, muss man hin in diese Richtung. Okay, gut. Ich bin ärgerlicherweise auch kein. Ach ja, die Riesenhand, ich erinnere mich wieder. Ich bin ja leider kein Stück stärker geworden. Ganz schön schnell die Scheißhand, ne? Das sind richtige Riesen, oder? Das andere Ding, das sind keine echten Riesen. Ich bin immer noch im Kampf. Ich war gerade auf, ich glaube, ich renne auf den falschen Marker zu, oder? Das ist der 1-Marker. Und das ist er nicht. Ne, der 2-Marker ist die Kirche. Na gut, dann rennen wir zu 2. Hallo Vogel. Die waren auch so mega anstrengend. Ich meine, die Mockvögel, die Blutungsdinger, die waren noch schlimmer. Obwohl es, glaube ich, prinzipiell genau das gleiche ist. Guck mal, ich will eigentlich nur weiter. Ich will eigentlich nur weiter reiten. Oh, was ist denn das hier? Das sind Feuerschnecken. Ha. Die nehmen wohl keinen Bonus-Feuerschaden. Ah ja, da drüben ist in der Tat eine Kirche. Ja, oder? Dann gönnen wir uns die nochmal eben. Guck mal, hier ist wieder so ein zugewachsener Scheiß. Das sieht ja halt irgendwie aus. Ah, ich werde invaded. Geil. Es sieht aus wie zugeschneites Caelid, wenn man so nachdenkt. Guck mal, diese Schädel-Dings. Das sind ja alles Sachen, die man in Caelid gefunden hat. Ah ja. Wow, das hat voll viel Reichweite. Ich glaube, die NPCs kommen darauf nicht klar, dass das so einen krassen Gap-Close hat, das Ding, oder? Blutige Ströme! Und Okinas Maske haben wir übrigens auch noch gleich gefunden. Okina, blutige Finger ist tot. Das sieht wirklich ganz anders aus, oder was? Was kann denn die Maske? Hier. Die Maske bringt 3 Geschicklichkeit. Diese hölzerne Maske trägt das Antlitz eines alten Mannes mit gefletschten Zähnen und ist der Grund für den Spitznamen des wohl größten Schwertkämpfers aus den Schilflern. Er wird das Geschick und senkt den Fokus. Je schärfer sein Geist wurde, desto weniger konnte er die Absurdität dieser Welt ignorieren. Und so ließ Okina alles hinter sich und stieß in eine höhere Bewusstseinsebene auf. Dort gab es nur ihn selbst, sein Katana, seine Meisterschaft. Schon bald wurde aus Okina ein wahrer Dämon mit dem Schwert. Ah ja. Es verringert den Fokus? Kann ich das irgendwie sehen?
Achso, da, der Fokus. Was macht denn bitte schon Fokus als Resistenz? Was ist hier los? Das ruckelt immer noch, ne? Hallo? Hm, jetzt geht's wieder. Seltsam. Heilige Träne. Cool. Und irgendwas ist gestorben für knapp 4000. So, was kann denn das lustige Katana, was wir gerade gefunden haben? Blutige Strömung, löst Blutungsverluste aus, gelebt mit Arkan, hey, hey, hey. Eine verfluchte Waffe von Okina aus den Schilflern, die viele Männern das Leben gekostet hat. Als Mok, der Fürst des Blutes, Okinas Schwert und Wahnsinn im eigenen Leib erfuhr, bot ihm das Leben eines Dämons an, dessen Durst nie ungestillt bleiben würde. Einziges Talent, blutiger Metzler, erzeugte eine Klinge aus verfluchtem Blut und wiederholte mit einer verflochten aufeinanderfolgenden Angriff auszuführen. Mit einer weiteren Eingabe fügte er zusätzliche Angriffsserien aus. Okay. Gut, dann bauen wir das, bringen wir das Ding mal auf 9, würde ich sagen, weil mehr kriege ich eh nicht hin. Und schauen uns da mal an, was wir damit alles Schönes machen können. Weil das ist ja an sich eigentlich so von den Parametern her genau die Art von Waffe, die ich brauche, oder? Es hängt gerade im Ladebildschirm. Man sieht ihn ganz, ganz schwach. Kommt da noch was oder ist es abgestürzt? Das wär das erste Mal, dass es abgestürzt ist. Aber gerade hat es auch schon so komisch geruckelt. Also ich würde es nicht für unwahrscheinlich halten. Das ist einfach komplett Absturz. Hallo? Das macht mir immer Sorgen, wenn Sachen abstürzen, ne? Na gut. Ha, geht doch alles. So, mal sehen, ob meine Seelen tatsächlich ausreichen für den Spaß hier. Oder ob ich gleich nochmal nachlangen muss. 30.000 könnte ein bisschen knapp werden. Ja, verstärken und ich würde gerne dieses wunderschöne Katana. Oder es fehlt dann irgendein Glückgeschmiedestein, das kann durchaus sein. Ne, gib es 9 hoch. Gut, also ich kann das Ding tatsächlich bis 9 bringen, das war wesentlich billiger als gedacht. Ich habe ja sogar noch 10 über, ne? So, dann schauen wir doch mal. Es wiegt tatsächlich mehr als das Elnoras Schlangenwaffe. Krass. So, es macht, ist gar nicht. Es macht auch Feuerschaden. Warum machen denn diese Arkan-Blutklingsklingen immer. Na gut, das ist wahrscheinlich genau das gleiche Prinzip, ne? Na gut, okay, also es macht also. Mächtig Badabum. Weil das Ding macht 176, 176. Und 161, 66. Das Ding macht einen weniger, aber dafür hat es besseres Scaling, wenn auch nicht doll. So, und das ist der Goldstandard Blutreißzahn. Es macht tatsächlich. Ne, es macht weniger Damage als der Blutreißzahn. Der Base Damage ist zwar mehr, auch wenn nicht viel, aber das Scaling von dem Ding ist einfach wesentlich besser. Ich meine, gut, ist halt ein B auf Geschicklichkeit, ne? Das ist schon ganz gut, sag ich mal. Da kommen viele Waffen nicht ran. Na gut. So, will ich das Beiter nicht tragen? Eigentlich nicht, oder? Ich kann nicht die Haltung wechseln, wenn ich hier im Dings bin. In der Tafel der Gnade. Das ist ja auch ein Ding. So, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich gehe nochmal in den Gebetsraum zum Midi-Center dran. Versuche mich mal an diesen 0,15 Moblingen, die da rumrennen, zum Waffentesten. Nee, ich glaube, das ist gar nicht so gut, wenn ich das Beiter nicht nehme. So, weil ihr seid doch hier. Wie sieht der Backstab aus? Okay. Das ist okay. Ah, der Mana-Verbrauch ist nicht ohne. Von dem Weapon-Art. Obwohl es ziemlich schnell geht. Das kann man ganz gut mal rein. Kann man ganz gut mal reinballern, würde ich sagen. So, geht das die Schilde durch, ist die Frage. Nee. Oh, warte. Naja, gut. Also der Mana-Verbrauch ist so. Meine, dadurch, dass es halt so schnell ist, der Mana-Verbrauch ist eigentlich absolut normal, aber dadurch, dass es halt so schnell geht, ist es halt. Ja, es hat aber so ein bisschen auslagende Schläge, ne? So wupp, wupp. Ah, das ist halt wieder. Das ist wieder eine sehr japanische Waffe. Wie habe ich diese Blitzgroßbolzen eigentlich bis jetzt übersehen? Wie sind die mir bloß entgangen? Hallo? So. War ich hier schon? Wenn ich jetzt auch noch so ein komisches Insekt mit einer. War ich noch nicht, oder? Oh, richtig schön. Okay, cool. Nein. Aber hier war ich tatsächlich noch nicht, oder? Und wie habe ich diesen Turm übersehen?
Na gut, okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.